Ja, herzlich willkommen hier auf der Foskis 2022 am zweiten Tag auf der Bühne 1. Ich begrüße Pirmin Kalberer von der Firma SourcePol jetzt hier zum nächsten Vortrag. Es geht um 3D Tiles Next und wir sind gespannt, was wir zu diesem Thema jetzt hören werden. Pirmin, es geht los. Ja, danke Astrid. 3D Tiles sind vielleicht schon ein Begriff und ich werde jetzt etwas über diesen Standard erzählen und den Nachfolgestandard, den geplanten 3D Tiles Next. Ich arbeite für die Firma SourcePol. Wir sind in Zürich stationiert, sind im WebKeys-Bereich tätig, QGIS Web Client, QGIS Cloud. Was wir anbieten, im QGIS Desktop-Bereich haben wir Entwickler und bieten Maintenance und Support an und tragen auch zu weiteren OSGEO-Projekten bei. Ich rede jetzt über den 3D-Bereich. Da gibt es ja schon einige OGC-Standards. Ich habe hier die wichtigsten aufgelistet. CityGML ist wohl einer der bekannten. Der ist jetzt gerade kürzlich in der Version 3.0 erschienen. Parallel dazu ist CityJSON erschienen, basiert noch auf CityGML 2, jetzt in Version 1.0. Das heißt ein bisschen die Nachfolge und da geht es darum, halt eben Stadtmodelle in einem Austauschformat speichern zu können. Dann gibt es einen weiteren Standard, dieser Common Database, CDB. Der ist bei uns nicht so gebräuchlich, würde ich behaupten. Ist auch schon einige Jahre alt. Und da gibt es auch noch den 3D Portrayal Service. Auch der ist schon einige Jahre alt. 2017 war letzter Update. Den sieht man eigentlich in der Praxis auch recht wenig. Jetzt gibt es aber noch Community Standards. Das sind nicht Standards, die von OGC selbst definiert wurden, sondern die wurden von Organisationen oder Firmen publiziert und dann als Community Standards vorgeschlagen. Der erste 3D-Standard wurde von ESRI eingebracht. Das ist das Index 3D-Scene-Format. Und das zweite, worüber ich hier dann ausführlich spreche, ist dieses 3D-Tiles von Cesium. Jetzt möchte ich aber trotzdem zuerst auf das I3S noch eingehen. Da gab es kürzlich ein Update. Im Dezember 2021 wurde die Version 1.2 veröffentlicht als Community-Standard. Das entspricht der ESRI Version 1.7, also wenn man auch die GitHub-Quellcode anschaut. Unterstützt wird der von der ESRI-Produktfamilie, also ArcGIS Pro Enterprise, ArcGIS Online und natürlich City Engine, wo er auch kommt. Es gibt aber auch andere Anbieter, die diesen Standard unterstützen. Bentley Context Capture ist eine Software, die I3S lesen und auch schreiben kann. In der Open-Source-Welt wird dieser Standard sehr wenig angewendet, verwendet. Es gibt bei Lotus GL einen Treiber dafür, der I3S recht breit unterstützt. Das heißt, ich kann in DeckGL, einer WebGL-Applikation, kann ich I3S darstellen. 3D-Tiles. Kam ein bisschen später, die Version 1.0 2019. Und der große Unterschied ist, dass es zusammen mit einer Open-Source-Implementation Azure kam. Das ist das Celsium JS, das steht unter Apache-Lizenz. Und deshalb ist hier die Akzeptanz und Verwendung viel breiter in der Open-Source-Welt. Zudem ist Cesium auch recht gut in der Unterstützung weiterer OGC-Standards. Also ich kann auch WMS oder WMTS einbinden. Und deshalb wird eigentlich häufig in Geoportalen Cesium für 3D-Darstellung verwendet. Und jetzt kürzlich, auch Ende letztes Jahr, kam die 3D-Tiles Next als Draft heraus und das soll dann zu 3D-Tiles OGC Community Standard 2.0 werden. Es ist eine Erweiterung von 3D-Tiles 1.0, deshalb kann ich jetzt zuerst mal 3D-Tiles 1 vorstellen. Das gibt es alles vom Konzept her weiter auch im neuen Standard. Und zwar gibt es sogenannte Batched 3D Models.
Und das sind Einzelobjekte. Also das kommt jetzt zu CityGML am nächsten. Das heißt, hier speichere ich 3D-Modelle. Zuerst kommt ein JSON, da ist das Tileset beschrieben. Da wird beschrieben, was ist jetzt der Extent dieser Kachel. Das ist dann natürlich nicht 2D, sondern es kann kubisch sein oder kann auch andere Formen haben. Und aus diesem JSON wird auf ein B3DM-File verwiesen, wo das Model beschrieben wird. Das ist ein Binärformat, das wiederum ein GLTF enthält. Und das ist dann eher ein verbreitetes Format im 3D-Bereich. Aber im B3DM steht noch mehr drin. Also das ist einerseits das GLTF und da stehen dann halt noch Positionen und weitere Attribute drin, die zum GLTF hinzugefügt werden. Dann gibt es Instance 3D-Model, I3DM. Und das klassische Beispiel sind eigentlich Bäume. Ich will nicht, wenn ich einen Wald habe, alle Bäume separat speichern, sondern ich will ein oder ein paar wenige Grundmodelle haben und die dann möglichst natürlich verteilt darstellen. Das ist auch eine Funktionalität, die Grafikkarten sehr gut unterstützen. Ich kann dem ein Model geben und dann Positionen und noch Transformationen mitgeben und das wird dann sehr effizient gerendert. Und das ist genau dieses I3DM, das wiederum für das Model, also den einzelnen Baum, ein GLTF, eingebettet hat und dann halt für den Wald alle Baumpositionen in diesem I3DM speichert, plus noch weitere Möglichkeiten wie unterschiedliche Höhen oder Winkel, wie hier da angedeutet ist. Dann gibt es eine dritte Klasse, das sind Point Cloud Daten. Da braucht es kein Model dazu, das sind einfach Punkte, die gespeichert werden und das ist in diesem Points-Format drin, auch ein Binärformat. Und da sind halt eben Punkte von einer Point Cloud gespeichert, plus noch weitere Attribute, also es kann eine Farbe sein oder können weitere Attribute sein, die dann für die Darstellung verwendet werden. Und die letzte Klasse, das sind die Composite Tiles, das heißt eine Kombination dieser drei bisherigen Teilformate. Das heißt, ich habe ein Tileset im JSON-Format, das auf verschiedene Models verweist, eben ein Batch 3DM, ein Indexed oder eine Point Cloud. Dann gibt es noch weitere Sachen in diesem Standard, neben diesen Kacheltypen. Es gibt auch eine Styling-Spezifikation, mit der man deklaratives Styling anwenden kann. Also hier ist jetzt ein Beispiel drin, wo Wohnblöcke nach Höhe eingefärbt werden. Das heißt, je nach dem Höhenattribut wird eine andere Farbe gegeben und das wird hier in diesem JSON-Style gemacht. Der ist weiterhin vorhanden, aber das ist auch eine sehr interessante Möglichkeit, um dann auch bis zu dynamischen Sachen darstellen zu können. Dieses GLTF habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Das ist ein Format der Kronos Group, die auch OpenGL unter sich hat. Das ist ein Format, um solche Szenen, sagt man, zu speichern. Das hat ein JSON-Teil und auch ein binärer Teil drin. Da sind diese Meshes, also Geometrien drin. Es gibt auch Animationen und Texturen. Das sind dann Rasterdaten, PNGs oder JPEGs, die eingebettet sind. Plus dann die kann ich Materialbeschreibungen machen, also das PBR, Physical Based Rendering. Ich kann zum Beispiel sagen, das ist metallisch, es ist sehr rau, das Material, und entsprechend wird dann das gerendert. Und das ist hier definiert, was dann die verschiedenen Eigenschaften für eine Bedeutung haben. Und das Szeneformat hat sich jetzt recht gut etabliert, ist unterdessen, wird eigentlich von allen 3D-Applikationen unterstützt und auch immer besser unterstützt. Cesium hat auch da mitgearbeitet
und auch Sachen reingebracht, die sie innerhalb dieser 3D-Teils-Spezifikation erarbeitet haben. Wie kann ich jetzt diese 3D-Teils anschauen? Cesium-JS ist eigentlich natürlich das Erste, was einem in den Sinn kommt und auch das meistgebrauchte. Aber es gibt diverse andere Möglichkeiten, um sich solche 3D-Teils anzuschauen. Es gibt ebenfalls einen Loaders-GL-Treiber, das heißt mit DeckGL, oder es gibt auch noch andere Bibliotheken, die Loaders-GL-Treiber verwenden, können 3D-Teils darstellen. Dann gibt es iTowns, eine schon recht etablierte Applikation, die auf 3.js basiert. Und 3.js ist eigentlich die 3D-JavaScript-Bibliothek, die am meisten verwendet wird und sehr mächtig ist und auch sehr gut ist. Und darauf aufgebaut ist dieses iTowns, spezialisiert auf 3D-Modelle, Stadtmodelle und eben auch 3D-Teils. Dann gibt es einen Mapbox GLJS Custom Layer namens Mapbox 3D-Teils, der es erlaubt, in Mapbox GL-Karten 3D-Teils-Layer einzubinden. Und weiter gibt es einen 3D-City-DB Web Map Client, der basiert auf Cesium und ist spezialisiert auch auf CityGML, die Darstellung von CityGML unterstützt auch 3D-Teils. Dann das letzte auf der Liste ist ein 3D-Teils-Renderer. Das ist ein relativ neues Projekt von der NASA, die auch auf 3.js basiert, eine Webbibliothek gemacht haben, die 3D-Teils rendert. Also man sieht, die Auswahl hier ist recht groß. Die Darstellung hat man wirklich viele Möglichkeiten. Das war jetzt im Viewer, also im Webbrowser. Es gibt weitere Integrationen in Game Engines. Und das Neueste ist diese O3.de Game Engine Integration von Cesium. Das ist basiert, vielleicht nicht so bekannt, das ist eine Open Source Engine von Amazon. Die hieß früher Lumberyard und nennt sich Open3D Engine und die hat jetzt auch 3D-Teils-Unterstützung. Die zweite Game Engine kennt man wahrscheinlich besser, das ist Unreal von Epic Games. Da stammt auch der Screenshot her und das soll ein bisschen die Vorstellung geben, was das bringt, wenn ich 3D-Teils in einer Game Engine habe. Ich kann halt wirklich dynamische, interaktive Anwendungen machen, Simulationen, die echte Daten im Hintergrund haben. Das heißt, hier halt ein echtes Stadtmodell mit einer Game Engine verbunden, also dem Flugsimulator, der darüber fliegt. Die Generierung ist ein anderer Punkt. Wie mache ich 3D-Teils? Natürlich ebenso wichtig. Wenn ich jetzt das Format gut finde, will ich ja auch aus meinen Daten, zum Beispiel CityGML-Daten, 3D-Teils machen oder meinen 3D-Daten. Und da kommt jetzt das Geschäftsmodell von Cesium, dieser Firma, zum Zug. Die haben einen eigenen Service, den sie anbieten, Cesium Ion, wo ich zum Beispiel meine CityGML-Daten hochladen kann und dann haben sie eine Pipeline, die 3D-Teils generiert. Das ist nicht ganz so trivial, weil ich muss ja auch verschiedene LODs, also Level of Details, produzieren. Das heißt, ich muss generalisieren, 3D-Daten generalisieren und optimieren. Also es ist recht anspruchsvoll, diese Generierung. Dann gibt es aber trotzdem schon einige Open-Source-Tools von Cesium. Das CDB zu 3D-Teils, also eine Konvertierung dieses CDB-Formates, die ist Open-Source. Und dann das Cesium Native, das hinter den Game Engines steckt. Also es ist eine C++-Bibliothek, die 3D-Teils-Streaming unterstützt und auch GLTF-Verarbeitungsfunktionen hat. Das heißt, auf dem aufbauen kann ich jetzt eigene Integration machen. Und dann haben sie auch eine GLTF-Pipeline in JavaScript auf GitHub.
die zum Beispiel GLB-Konvertierungen anbietet, Optimierungen anbietet. Das ist so eine Bibliothek, die dann auch in Cesium.js verwendet wird. Von anderen Organisationen oder Firmen gibt es auch Tools. Das eines der ersten ist dieses Pi3D Tiles. Das ist spezialisiert auf Point Cloud Daten im LIS oder XYZ Format, das daraus 3D Point Cloud Tiles generiert. Hat auch ein bei der B3DM API, also Lesen und Schreiben, aber in API Funktionalität. Und abgeleitet davon, aber übersetzt von Python in C Sharp, gibt es dieses PG2B3DM von Geodan. Das konvertiert PostGIS 3D-Geometrien in B3, also diese Batched Tiles. Ist eben abgeleitete Funktionalität, aber jetzt auf Batched Tiles spezialisiert. Das ist recht jung und das ist eigentlich auch recht vielversprechend. Dann gibt es ein Cesium Point Cloud Generator Projekt auf GitHub, das ebenfalls XYZ Point Clouds in 3D Point Clouds konvertiert. Und dann gibt es auch noch ein Cesium Terrain Builder Projekt, das aus DEMs Terrain Tiles macht. Dazu ist zu sagen, dass das Terrain, das ja eigentlich recht wichtig ist, nicht Teil dieser 3D Teilspezifikation ist. Also Cesium hat das publiziert, wie sie das Terrain speichern und unterstützen in Cesium.js. Es gibt jetzt ein neues Format, das mit Quantized Meshes arbeitet. Das wird hier leider noch nicht unterstützt. Also es ist noch so ein weiteres Puzzleteil, das man beachten muss. Das war jetzt alles 3D-Tiles und jetzt rede ich noch von 3D-Tiles Next. Da die Kurzzusammenfassung, es gibt eine direkte Referenzierung von GLTF-Modellen, komme ich drauf. Es gibt implizites Tiling und man kann jetzt noch mehr Metadaten einbinden. Das heißt, ich kann halt zu einem Objekt nicht nur sagen, das ist jetzt reflektierend, sondern ich kann sagen, das ist ein Fenster und das erlaubt dann noch spezifischere Verarbeitung und Darstellungsarten. Und dieser erste Punkt, diese Einbindung von direkter Referenzierung von GLTF-Modellen, sieht so aus. Das heißt, was bisher auf B3DM-File war, also Binär-File, das GLTF eingebettet hast, wird jetzt umgekrempelt in eine Extension, die in GLTF drin ist. GLTF hat bereits diverse Extensions und jetzt hat Cesium noch weitere Extensions gemacht, die eben diese 3D-Tiles-Funktionalität enthalten. Und das hat einen großen Vorteil, dass jetzt alle Tools, die GLTF unterstützen, auch diese 3D-Tiles unterstützen, zumindest mal ohne Extension, und muss dann nur noch die Extension dazu unterstützt werden. Also das wird sicher eine viel größere Adoption geben von diesem Format. Und das haben sie mit allen Typen gemacht. Also das Instant-3D-Model wird jetzt auch als Extension eingebettet, wobei hier sogar bestehende Extension genutzt werden kann und nur diese Mesh-Features-Extension kommt noch dazu. Und ebenfalls bei den Point Clouds, da kann man bereits in GLTF einfach ein Punkte als Grundobjekt nehmen. Und nicht Dreiecke, sondern ich kann direkt mit Punkten arbeiten. Das heißt, ich kann alles direkt in einem GLTF abbilden. Und das Composite, das ist dann halt einfach ein GLTF mit den verschiedenen Extensions. Das leitet sich daraus ab. Dann zum impliziten Tiling. Bisher wurde wirklich in diesem JSON die Kachel genau beschrieben. Und jetzt neu kann man auch implizit ein Quadtree oder Octtree benutzen und der wird dann einfach, wie man es kennt von den 2D-Diensten, über diese Hierarchie adressiert. Was aber dazu kommt, dass auch definierte Möglichkeiten bestehen, um Lücken zu definieren oder zu sagen, wo hat es überhaupt Daten und wo hat es keine Daten.
Man muss dann quasi nur noch das wirklich ausliefern im Format und der Rest ist dann implizit. Ja, das ist jetzt noch die komplette Auflistung. Also es hat nur eine GLTF-Erweiterung, war noch nötig, diese Mesh-Features-Erweiterung. Und der Rest sind dann noch Sachen, die im 3D-Teil-Bereich drin sind. Also zum Implicit-Tiling ganz plus kommt auch noch ein S2-Tiling. Das ist noch eine andere Möglichkeit, um Teils zu machen. Das sind so sphärische Teils, die also möglichst gleiche Flächen auf der ganzen Erdkugel abbilden und so nicht so dumme Effekte auf den Polen entstehen. Das ist Google S2, das hier jetzt auch unterstützt wird als Tiling-Schema. Dann komme ich zum Schluss, der Ausblick. Also eben eigentlich ist zu erwarten, dass aus diesem Tiles Next das OGC Tiles 2.0 gibt. Dann bei Cookies gibt es auch Pläne, diese Tiles zu unterstützen. Im 3D-Bereich, wo jetzt Point Clouds reingekommen sind, sollen auch diese 3D-Tiles reinkommen. Dann hoffe ich, dass vor allem Open Source Game Engines auch 3D-Tiles unterstützen. Godot ist da eigentlich die beliebteste und verbreiteste Game Engine. Und Workflow-Datenaufbereitung gibt es noch einiges zu tun. Da ist der Blender-Exporter zu erwähnen, der schon sehr gut ist und auch einen Extension-Mechanismus hat. Aber eben da gibt es eigentlich noch am meisten zu tun. Und ja, das Ganze läuft unter dem Titel Metaverse. Das heißt, man ist hier voll im Trend, wenn man hier mitarbeitet. Und wer das noch diskutieren will, kann nachher auch noch auf der Netzwerkmeld ins Forum Bühne 1 kommen und dann kann man hier vielleicht noch Pläne und Ideen austauschen. Dann danke ich und hätte noch Zeit, um Fragen zu beantworten, aber offenbar habe ich ein bisschen, weiß auch nicht, die Leute schlagen. Ja, schauen wir mal. Herzlichen Dank erstmal, Pirmin, an dich für diesen tollen Überblick und die Infos, wo es hingehen kann. Ja, sicherlich auch ein spezielles Thema, was du jetzt vorgestellt hast, aber da flattert auch schon die erste Frage rein, die wir uns jetzt anschauen werden. Implizites Tiling ist ein Schritt in die richtige Richtung. Convention over Configuration. Aber gibt es Bestrebungen, die alten Ansätze, die das Format meines Erachtens so komplex machen, abzuschaffen? Das habe ich bis jetzt nicht herausgelesen. Also das ist eigentlich auch ein bisschen mein Kritikpunkt, dass das Komplexformat jetzt noch erweitert wird. Es war eine sehr gute Erweiterung, aber es steht nirgends, dass jetzt irgendwas vom Teil wegfallen würde. Das heißt, eigentlich, wenn man jetzt dieses OGC-Tiles 2.0 unterstützt, muss man den alten Standard unterstützen, 1 plus 2. Und das ist eigentlich nicht sehr freundlich oder auch programmierfreundlich. Aber ich rechne eigentlich schon damit, dass dieser 1.0-Teil dann ersetzt wird durch diesen 2.0-Teil, weil ich sehe eigentlich wirklich, dass damit die Bedürfnisse abgedeckt werden können und dass nur noch sehr wenig vom 1.0-Teil aufrechterhalten werden muss. Okay. Dann gibt es eine weitere Frage. Kann 3D-Tiles Next auch Innenräume von 3D-Modellen, also LOD4? Ja, da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Vielleicht können wir das ins Jeopardy vom nächsten Jahr einnehmen. Oder Publikumsjoker kann ich jetzt hier nicht sehen. Okay, vielleicht gibt es im Chat eine Antwort. Vielleicht weiß jemand im Chat was. Das bin jetzt und überrascht. Was denkst du, wer wird das so vorantreiben? Siehst du da die Gaming-Community oder siehst du eher die Geoportal oder unsere Community? Also ich sehe schon aus dem Game-Bereich, ich meine, das ist ein Milliarden-Business und da fehlt das tatsächlich auch, ist das ein bisschen eine Lücke, dass es nichts Standardisiertes gibt, um große Modelle, alle Stadtmodelle abzubilden. Es gibt keinen verbreiteten Standard. Das heißt, das füllt da eine Lücke und ich glaube, dass da, wenn das sich etabliert dort und das sieht ein bisschen so aus, dass es da auch vorangetrieben wird. Ich denke schon, ich glaube, man muss die Generierung wirklich noch vorantreiben, also muss
Projekte geben oder die Leute müssen ihre Kräfte bündeln, damit diese Formate auch erzeugt werden können. Die Darstellung, das ist eigentlich ein größeres Problem und 3D will man auch darstellen können. Also der Wunsch und die Projekte, die sind da. Es ist wirklich der einzige Lücke, ist eigentlich auf der Produktionsseite, wo noch am meisten Arbeit vorhanden ist. Okay, und da gab es jetzt noch eine allgemeine Frage. Welche Tools gibt es, um 3D-Teils zu erstellen? Eben, ich habe hier mit viel Mühe so viel wie möglich zusammengetragen. Ich habe auch festgestellt, dass das eigentlich ein bisschen ein Mangel ist, dass es auch keine zentrale Anlaufstelle gibt. Es gibt halt einfach Cäsium und da sind die Cäsium-Tools drin. Aber ich habe jetzt ein bisschen den Antrieb bekommen, um da vielleicht eine awesome 3D-Teils-Seite zu machen, wo man diese Tools zusammentragen kann. Wahrscheinlich habe ich einige nicht gefunden. Es wird hoffentlich noch, oder wird wahrscheinlich noch ein paar weitere geben. Aber das ist jetzt die Liste von den Tools, die ich kenne, die auf dem Folien drauf waren. Und hast du im Bereich PostGIS auch geschaut, ob es da Diskussionen gibt, also die direkt aus der Datenbank auszuliefern? Habe ich absolut nichts gehört. Ich meine, da werden 3D-Daten gespeichert. Das heißt, für PostGIS ist das Problem quasi erledigt. Was jetzt da reinkam, das ist aber ein anderer Vortrag, dass vielleicht GeoBuff direkt ausgeliefert wird. Könnte natürlich jemand auch sagen, ja, es ist ja ein bisschen der Trend bei PostGIS, dass jetzt auch Vektorteils direkt ausgeliefert werden und könnte man auch 3D-Teils ausliefern. Was ein bisschen dagegen spricht, ist, dass eben halt auch noch generalisiert werden muss. Also es ist eigentlich ein bisschen eine Verarbeitungskette. Das ist nicht unbedingt Aufgabe von PostGIS. Es reicht eben nicht, wenn man einfach 1:1 die Daten ausspuckt. Man muss noch mehr Verarbeitung machen. Mhm. Aber sicher auch interessanter Ansatz. Okay, dann kommt gerade noch eine Frage rein. Kommt dort vielleicht FME als Tool in Frage? FME habe ich nicht erwähnt, obwohl es quasi eine 3D-Teilsunterstützung hat. Aber soweit ich das verstanden habe, ist das einfach ein Aufruf von CCMIN. Das heißt, die haben einfach das API von CCMIN, das sie unterstützen. Und das heißt, ich kann meine Daten dahin schicken, verarbeiten und vielleicht wiederholen. Also eine direkte Verarbeitung gibt es meines Wissens noch nicht. Okay, gut. Ja, es sieht so aus, als gibt es keine weiteren Fragen. Dann nochmal Applaus und herzlichen Dank an dich, Pirmin, für den tollen Vortrag. Wir schauen die nächsten Jahre, wo die Reise hingeht. Und jetzt ist erstmal wieder Zeit für eine Pause.